Jeder Türke, der in Deutschland lebt, hat mehr Rassismus erfahren wie jeder Kurde, der in der Türkei lebt. Dass Menschen sich dann der PKK anschließen, um sich eben auch zur Wehr zu setzen, das finde ich berechtigt. Das ist eine Terrororganisation und mit Terroristen wird nicht verhandelt. Realistisch gesehen kann ein solcher Friedensprozess, Verhandlungsprozess erst beginnen, wenn Herr Erdogan eben nicht mehr regiert. Wir alle haben schon mal von dem Konflikt zwischen Kurden und Türken gehört. Aber nur die wenigsten von uns, die nicht selber kurdisch oder türkisch sind, wissen, worum es da eigentlich geht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum viele von uns nicht nachvollziehen können, woher der Hass kommt, der teilweise zwischen Kurden und Türken herrscht. Auch hier in Deutschland gehen Kurden und Türken immer wieder aufeinander los. Und wir haben uns hier bei der Diskothek gefragt, wollen wir nicht einfach mal beide Seiten an einen Tisch bringen, beziehungsweise hier zu uns ins Studio und fragen, wo ist das Problem? Und gibt es eventuell Licht am Ende des Tunnels? Gibt es eventuell eine Lösung? Dafür begrüße ich hier auf der linken Seite die Politikerin Canjur Özdemir. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Linken hier in der Hamburgischen Bürgerschaft. Und bei der anstehenden Bürgerschaftswahl im Februar ist sie die Spitzenkandidatin der Linken. Und sie vertritt heute die kurdische Seite hier. Und auf der anderen Seite begrüße ich den Unternehmer Tugrul Selmanoglu. Er ist Mitglied der Erdogan-Partei AKP und außerdem als Blogger und Kolumnist für AKP-nahe Medien tätig. Er ist heute hier, um die türkische Seite zu vertreten. Bevor wir jetzt gleich mit dem ersten Statement anfangen, einfach mal aus Interesse eine Frage, weil ich immer wieder mitbekomme, dass Kurden und Türken im Privatleben sich auch meinen oder zumindest politische Themen dann nicht ansprechen, wenn sie zusammenkommen. Hast du türkische Freunde und hast du kurdische Freunde? Fange ich vielleicht bei dir mal an. Ja, natürlich habe ich türkische Freundinnen und Freunde, die haben aber eine demokratische Einstellung und respektieren eben auch andere Einstellungen. Und redet ihr dann auch über diesen Konflikt oder ist das ein Thema, das man eher meidet? Wir diskutieren sehr viel miteinander und es passiert aber auch, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen und demonstrieren. Ja, okay. Das geht dann doch. Doch, auf jeden Fall. Das geht, weil das dann auch eine kritische Haltung ist gegenüber der aktuellen Regierungspolitik in der Türkei. Wie ist es bei dir? Also ich finde, die Diskussion ist komplett überflüssig. Welche? Jeder Türke weiß es, also ob sich Türken und Kurden meiden. Es besteht kein Hass zwischen beiden Völkern. Das sieht aber auf den Bildern anders nein, aus. Nein. Also es ist, man muss da differenzieren. Es besteht kein Hass. Wir sind zwei Ethnien, die zusammengewachsen sind innerhalb von Jahrhunderten, seit 1000 Jahren. Wir sind verwandt miteinander, wir sind verschwägert miteinander. Es gibt auf der Welt keine anderen zwei Völker, die sich so ähnlich sehen, die so gut und lange zusammengelebt haben, wie die Türken und die Kurden. Und da gibt's also überhaupt keine Probleme. Das ist im Alltag überhaupt keine Diskussion, ob jemand Kurde ist oder Türke. Warum sitzen wir dann heute hier? Wir sitzen hier aufgrund einer Terrororganisation, denke ich. Und aufgrund Menschen, die mit dieser Terrororganisation sympathisieren. Es ist kein Problem zwischen zwei Ethnien. Das war es nie. Wer ist für dich die Terrororganisation? Sag das einmal kurz. Die PKK ist eine Terrororganisation. Genauso wie die PED, wie die JPG. Ja, also es ist ja... Okay, dann gehen wir jetzt doch schon direkt ins Thema rein. Das sagt die EU, das sagen die Amerikaner, das sagt die EU, das sagt die Bundesregierung und das nicht seit heute, seit 1993 ist das so. Aber um auch mal die Frage zusammenzufassen, beziehungsweise deine Antwort zusammenzufassen. Ja, viele, auch du hast natürlich habe ich viele, ich habe kurdische Verwandte, ich habe kurdische Freunde und das ist überhaupt... Es gibt keinen Hass zwischen diesen beiden Völkern. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Statement. Ich denke, wir werden noch mal auf das Thema zu sprechen kommen. Dann könnt ihr jetzt bitte einmal vorne die Position einnehmen. Und das Statement lautet: Dem kurdischen Volk steht ein eigener Staat zu. Ich würde eigentlich mit dir anfangen bei diesem Statement. Mhm. Aber jetzt hast du mich überrascht, weil ich erwartet hätte, dass du hier sitzt. Aber vielleicht ist es doch alles ein bisschen anders, als ich dachte. Die Kurden, ca. 30 Millionen gibt es, sie haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, eine eigene Identität, aber kein eigenes Land. Doch. Wo? Die Türkei ist auch das Land der Kurden. Ja, wir reden ja gerade von einem kurdischen Staat, ob ihnen ein eigener Staat zusteht. Ich glaube, er hat die Frage nicht verstanden. Nein, ich sitze absichtlich hier. Ich hab die Frage verstanden. Ja. Möchten Sie, dass wir im Jahr 2019 Staaten haben, die rein nach Ethnizität gegliedert sind? Also dass die Deutschen einen rein deutschen Staat haben. Nein, das ist auch nicht das Thema. Ja, also die Türkei ist die Heimat von 50 das verschiedenen... Das sagst du jetzt als Türke. Aber offensichtlich gibt es ja viele Kurden, die das nicht so sehen. Die Türkei ist die Heimat von 50 verschiedenen Ethnien. Mhm. Ja, die Türkei ist die Heimat der Türken, der Kurden, der Lasen, der Tscherkessen, der Abchasen, etc., etc., etc. Sollen wir jetzt Länder teilen, wo überall die Grenzen fallen? Ich fahre von Warschau bis nach Lissabon durch, ohne
über eine einzige Grenze vorbeizugehen und jetzt wollen sie neue Grenzen aufziehen im Südosten der Türkei. Ist das das Ziel? In den westlichen Medien wird das forciert, ein kurdisches Land, ein kurdisches Land. Die Kurden haben schon ein Land. Aber dann haben Sie nicht konkret auf die Frage geantwortet, denn es geht ja darum, steht den Kurdinnen und Kurden ein eigener Staat zu? Jedem Volk als steht ethnische, es. Als ethnische Gruppe auf dieser Welt. Also mal ganz kurz, bevor wir weiter diskutieren. Ja. Die Türkei. Bist du sicher, wollen wir jetzt überhaupt duzen oder sitzen? Weil jetzt gehen wir wieder in Sie du zurück. Du kannst duzen, ja, das ist kein Problem. Okay. Möchtest du da sitzen bleiben? Oder glaubst du nicht, dass du hier was aufgehoben Nein, bist? Nein, ich bin hier gut aufgehoben. Alles klar. Glaubst du auch, dass er da gut aufgehoben ist? Ich glaube nicht, dass er hier gut aufgehoben ist, weil seine Antwort ja eigentlich auch lautet, dass den Kurdinnen und Kurden eben kein eigener Staat zusteht. Mit der Grenzziehung gibt es eben auch eine Diskussion bei den Kurdinnen und Kurden. Zum Beispiel in Nordostsyrien gibt es jetzt Strukturen, wo die Menschen eben sagen, ja, wir möchten ein Teil Syriens sein, aber wir möchten ein föderales System haben. Das heißt, wir möchten ein Autonomiegebiet haben. Und das ist ja nichts Einmaliges auf der Welt. Wir sehen es ja auch in Großbritannien mit Schottland zum Beispiel. Und möchten eben eine Selbstorganisierung starten. So, das ist momentan ja in der Türkei nicht möglich, weil es dort eine Zentralregierung gibt, der Staat eben nicht so strukturiert ist. Aber auch in der Türkei gibt es bei den Kurdinnen und Kurden eben die Bestrebung zu sagen, ja, wir möchten ein Autonomiegebiet haben, wir möchten uns selbst organisieren können, ohne dabei gleich eine Grenze zu ziehen. Aber jetzt sagt er gerade, ihr seid alle quasi wie Brüder und Schwestern und seid irgendwie zusammengewachsen und ihr habt doch alle ein Land und seid alle in der Türkei. Jetzt frage ich Sie gerade und dann kommen wir gleich wieder zu dir. Wer sich die Geschichte der Kurdinnen und Kurden anschaut, weiß, dass sie immer wieder verfolgt wurden. Wir sehen es ja auch jetzt aktuell in Nordostsyrien durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei ist eben die Ethnie der Kurdinnen und Kurden massiv bedroht. Und die gleichen Rechte in der Türkei hatten sie nie. Natürlich leben viele Völker in der Türkei. Das bedeutet aber nicht, dass sie in den letzten Jahrzehnten eben auch die gleichen Rechte hatten oder vor dem Gesetz gleich waren. Es gab immer eine massive Verfolgung der Kurdinnen und Kurden, der christlichen Minderheit in der Türkei, von denen ja viele nach Europa flüchten mussten. Es gab immer wieder einen strukturellen Rassismus in der Gesellschaft, der sich durch die Staatspolitik ja auch sehr etabliert hat. Und deshalb gibt es auch heute noch viele Angriffe auf der Straße gegenüber kurdischen Zivilistinnen. Wir sind verwandt und verschwägert miteinander. Wir können das nicht trennen. Wir können das nicht sagen, okay, ihr bekommt jetzt euer eigenes Land, zieht dahin, wir ziehen da jetzt eine Mauer hoch und ihr wohnt auf dieser Seite. Aber wenn es so ist, dass ihr alle so gut miteinander klarkommt, warum dann dieses Verlangen nach einem eigenen Staat? Warum wollen die Kurden dann etwas eigenes, wenn alles so super ist in der Türkei? Also zum einen, ich kenne nicht viele, ich kenne auch sehr viele Menschen, die in der HDP Politik machen zum Beispiel. Aber wenn ich mich mit denen unterhalte, sehe ich, dass da überhaupt kein Verlangen nach einem eigenen Staat ist. Deshalb habe ich gerade auch noch mal ausgeführt, was eben der Vorschlag für eine neue Struktur im Mittleren und Nahen Osten ist. Gerade weil ja eben viele Völker und ethnische Gruppen und religiöse Gruppen im Mittleren Osten leben, in diesen Ländern leben. Deshalb ist ja der Vorschlag, solche Strukturen aufzubauen, wie sie gerade eben in Nordostsyrien sind, wo eben alle ethnischen und religiösen Gruppen gleichberechtigt Fragen auf einen gesellschaftlichen... auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen vertreten sind. Vor allem aber geht es auch darum, die Gleichberechtigung der Geschlechter in diesen Gesellschaften durchzusetzen. Und das ist momentan mit dieser AKP-Regierung nicht möglich. Amnesty International redet von Vertriebenen in Nordostsyrien. Ich möchte Ihnen nochmal deutlich sagen, dass die Christinnen und Christen in Nordostsyrien, in Syrien momentan akut bedroht sind und einen Hilferuf gesendet haben an Europa, an die Vereinten Nationen, weil die AKP den Islamischen Staat wiederbelebt hat. Das stimmt doch gar nicht. Die AKP ist... Sie kämpfen Seite an Seite gegen die Minderheiten in Nordostsyrien und versuchen eine ethnische Säuberung durchzuführen. Das ist eine Unterstellung. Die Türkei ist keine Unterstellung. Das klang jetzt so, als ob du dich auch schon von dem Ziel, von dem, was wahrscheinlich vielleicht eine Utopie ist, von einem eigenen Staat auch schon verabschiedet hast. Weil es nicht realistisch ist, oder? Es ist realistisch, aber man hat viel in der kurdischen Geschichte darüber diskutiert, wie kann man ein System aufbauen, in dem all diese ethnischen Gruppen auch ihren Platz finden, unter anderem eben auch die Kurdinnen und Kurden, wo man die Möglichkeit hat, auch verschiedene Sprachen, zum Beispiel an den Schulen zu lehren. Und so ist man eben durch Abdullah Öcalan an den demokratischen Konföderalismus gekommen. Das ist eben ein Staatssystem, in dem
das Land eben nicht durch Grenzen getrennt wird, aber man von Region zu Region innerhalb dieser staatlichen Strukturen die Möglichkeit hat, von unten nach oben sich selbst zu organisieren. Und das ist der Vorschlag. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. In Hamburg haben wir die Bezirksversammlung ganz unten. Dann haben wir die hamburgische Bürgerschaft und dann haben wir den Bundestag. Also eine Organisierung von unten nach oben. Entscheidungsprozesse, wo die Menschen vor Ort mit einbezogen werden und wo eben nicht von Ankara aus Entscheidungen getroffen werden, die die Menschen überhaupt nicht richtig finden. Die Türkei wird weder eine autonome Region, die unter der Kontrolle der PKK steht, noch irgendein Staat. Und selbst wenn dieser Staat in der Antarktis gegründet werden würde, nicht zulassen, weil die PKK in der Türkei 45.000 Menschen getötet hat. Das ist eine Terrororganisation, die in meinen Augen nichts anderes ist wie der IS. Nichts anderes. Diese Terrororganisation ist seit 1993 auch in Deutschland verboten. Sie ist europaweit verboten und sie ist in jedem demokratischen westlichen Land verboten, das auf dieser Welt existiert. Dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Statement, denn da geht es um diese Frage, was ist die PKK, und dann können wir das ausführlicher besprechen. Okay, dann könnt ihr nochmal bitte vorne Platz nehmen. Und das Statement lautet, die PKK ist eine Terrororganisation. In Deutschland, da hat er ja recht, und auch in anderen Staaten ist die PKK verboten, gilt als terroristische Vereinigung. Warum siehst du das anders? Die PKK hat sich ja gegründet, weil es eben vor Jahrzehnten in der Türkei damit angefangen hat, dass eben Kurdinnen und Kurden verfolgt wurden. Es gab grausame Folter. In den 90er Jahren wurden 4000 kurdische Dörfer zerstört, und zwar mit deutschen Leopardpanzern. Und die Menschen hatten ja eigentlich gar keine andere Wahl, weil es ja auch vor Gericht nicht dazu geführt hat, dass sie Recht bekommen haben. Sie hatten ja überhaupt keine Rechte. Es war immer eine massive der massive Versuch einer ethnischen Säuberung, zum Beispiel auch 1938 in der kurdischen Stadt Dersim, wo sehr viele alevitische Menschen auch umgebracht wurden. Ein Brüsseler Berufungsgericht hat 2017 festgestellt, dass die PKK keine Terrororganisation ist, sondern Konfliktpartei ist in einem innertürkischen bewaffneten Konflikt. Und so sehe ich das auch. Und dass Menschen sich dann der PKK anschließen, um sich eben auch zur Wehr zu setzen, das finde ich berechtigt. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wer hat 2014 den Islamischen Staat bekämpft? Wer hat sich mit den Kalaschnikows vor den Islamischen Staat gestellt, um Esidinnen und Esiden vor dem Tod zu retten, vor einem Massaker zu retten? Wenn Im Bundestag hat selbst die CDU und CSU angefangen zu diskutieren über die Aufhebung des PKK-Verbotes und sogar über die Bewaffnung der PKK, damit der Islamische Staat noch stärker bekämpft werden kann. Das Heuchlerische ist ja, die PKK wird als Terrororganisation eingestuft, aber gleichzeitig bekämpft sie ja mit der Allianz gegen den Islamischen Staat, unter anderem der USA, den USA, aber auch in anderen Staaten, den Islamischen Staat und andere dschihadistische Kräfte. Ist das für Sie nicht ein Widerspruch? Für mich schon. Ich glaube, es ist einfach politische Absicht, PKK so lange als Terrororganisation einzustufen, um sich das eben mit Erdogan nicht zu verscherzen. Wenn sich die marxistisch-leninistische PKK zusammentut mit dem imperialistischen Amerika, dann ist es nicht unser Problem. Ja? Dieser Widerspruch, damit muss die PKK selber klarkommen oder die Amerikaner. Aber ihr Präsident beugt sich ja ständig vor dem imperialistischen Präsidenten der USA. Nein, das stimmt nicht. Wir beugen uns nicht. Hätten wir uns gebeugt, wären wir heute nicht in Nordsyrien. Doch, Sie haben sich gebeugt. Nein, haben wir nicht. Unsere Soldaten sind keinen Meter zurückgewichen. Das Schlafzimmer eines Staates ist ein Geheimdienst. Und der Geheimdienstchef ist Kurde heute. Der Mann ist die Speerspitze bei der Bekämpfung der PKK. Hakan Fidan ist ein Kurde. Ich habe ja auch vorhin gesagt, dass alle Kurdinnen und Kurden, die sich dieser Politik beugen, keine Kritik äußern. Nein, für sie ist jeder Kurde, der die PKK... Und diese Linie mitfahren, die PKK haben eben Möglichkeiten, in der Türkei aufzusteigen. Kollaborateur. Aber die PKK wird Darf ich kurz ausreden? Ja, die bitte. PKK wird nicht von allen Kurden unterstützt. Das ist genau die Frage, die ich gerade stellen wollte. Das sind keine 20%, die PKK unterstützen. Würdest du sagen, dass die PKK für alle Kurden spricht? Sie wäre ansonsten sehr erfolgreich gewesen. Die PKK bzw. die Kurdinnen und Kurden, ein Großteil der Kurdinnen und Kurden, fühlt sich eben auch vertreten durch die PKK. Vor allem auch 20%.
Nein, nicht 20%. Vor allem, Sie können ja auch schon sehen, wenn auf den Frühjahrsfesten, auf dem Nevros-Fest, das wichtigste Fest auch der Menschen im Mittleren Osten, da gehen Millionen Menschen auf die Straße, um das Fest zu feiern und feiern dort auch. Ja, das wird von Türken gefeiert. Also ob man feiern dort, ja. Aber dadurch, sie feiern. Dass man Fest feiert, aber du musst doch immer, dass ich dich ausreden lasse, oder? Das hast du jetzt mehrmals gesagt, ja, passt, dann lass sie doch auch aber ausreden. Aber sie feiern dort das Fest eben auch mit dem Konterfei der PKK und eben auch mit den Bildern von Herrn Abdullah Öcalan. Also ist es in Türkei möglich? Millionen das Leute, das sind Fest. Naja, was danach immer folgte, ich war ja selbst bei einem Nevros-Fest dabei mit einer deutschen Delegation aus Hamburg, auf uns wurde geschossen. Auf unser Bus wurde geschossen, der Bürgermeister von Mardin, Ahmet Türk, der saß auch in diesem Bus und es wurden Gasgranaten geworfen, wir wurden mit Panzern verfolgt. So, unter diesen Umständen konnte man das Nevros-Fest feiern. Wann war das? Das war 2013 in Batman. Diese Realität müssen Sie erst einmal akzeptieren, damit es überhaupt zu einer friedlichen Lösung der kurdischen Frage kommen kann. Es muss eine Aufarbeitung stattfinden und das sehe ich leider nicht bei Ihnen. Es wurde sehr viel gemacht, um damit dieser Konflikt gelöst wird. Ja? Die Minderheitenrechte wurden verstärkt. Der türkische Staat sendet auf Kurdisch heute. Also sowas war vor 20 Jahren undenkbar. Es gibt einen staatlichen TV-Sender, der auf Kurdisch sendet. Die kurdische Sprache war verboten in der Türkei vor 30, 40 Jahren. Also bis spät in die 90ern sogar. Also Ende der 90er wurde sogar ein Sänger, weil er gesagt hat, Ahmet Kaya, ich möchte in meiner Muttersprache singen, wurde er mit Messern und Gabeln beworfen. Der Prozess, den wir durchgemacht haben in diesen letzten 15, 20 Jahren, es ist eine enorme Verbesserung der Situation. Das müssen Sie auch sehen. Siehst du das auch so? Aber was nicht geht, es ist viel zu viel Blut vergossen, dass wir, also die PKK hat viel zu viel Blut vergossen, dass wir sie als Partner oder Gesprächspartner nehmen und mit ihnen über die Lösung des Kurdenkonfliktes. Das ist eine Terrororganisation und mit Terroristen wird nicht verhandelt. Sie haben aber verhandelt. Die türkische Regierung hat verhandelt. Wir haben mit gemäßigten Kräften verhandelt, nicht mit der PKK. Wir haben mit der HDP 2013, das war der Beginn des Friedensprozesses. Da wurde eben auch auf dem Nevros-Fest von Herrn Öcalan der Aufruf für Frieden, für den Friedensprozess auch vorgetragen. Das war auch für viele Menschen ein sehr emotionaler Moment, weil einfach viele auch wirklich glaubten, wir gehen jetzt in eine neue Ära und das Blutvergießen hat auch ein Ende. 2014 begann dann die Schlacht um Kobane. Und in dieser Phase gab es ja noch weiterhin den Friedensprozess, an dem die PKK ja festgehalten hat. Aber in dieser Zeit hat die AKP, und das können Sie nicht abstreiten, ich war 2014 an der Grenze von Kobane und habe mit anderen Menschen beobachten können, wie das türkische Militär Waffen und Munition an den Islamischen Staat geliefert hat. Und deshalb, Sie haben das gesehen? Ja, ich habe es gesehen und deshalb musste doch der Journalist... Haben Sie kein Handy dabei gehabt? Der Journalist Can Dündar ja auch ins Exil kommen, weil er dafür ja verfolgt wurde, weil er das aufgedeckt hat. Sätze, bitte lassen mich jetzt einmal kurz ausreden. Dann hat die PKK weiter daran festgehalten und trotz dessen, dass die AKP ja den Islamischen Staat unterstützt hat. Dann hat Herr Erdogan plötzlich gesagt, ich möchte den Friedensprozess aufkündigen. Und seitdem gibt es diesen Friedensprozess nicht mehr. Es gibt keine Gespräche mehr. Siehst du irgendeinen Grund, irgendeine Legitimation dafür, dass eine Partei wie die PKK oder eine Organisation Die PKK? Ja, okay. Ja, dass die irgendwann, nachdem sie es friedlich versucht haben, offensichtlich dann keinen Erfolg hatten, dass sie dann irgendwann zu den Waffen greifen? Oder gibt es dafür absolut keine Rechtfertigung für dich? Offensichtlich ist das der Fall. Wenn die PKK damals in den 80ern in die Berge gegangen ist und zu sagen, wir setzen uns für die Rechte der Kurden ein, dann hätte man sagen können, okay, deren Sprache ist verboten, sie werden diskriminiert etc. etc. Aber in der heutigen Türkei gibt es keinen Grund dafür. Es gibt keinen Grund dafür. Jeder Türke, der in Deutschland lebt, hat mehr Rassismus erfahren wie jeder Kurde, der in der Türkei lebt. Oder mehr Diskriminierung erfahren. Das garantiere ich Ihnen. Es leben 5 Millionen Kurden in Istanbul. Istanbul ist die größte kurdische Stadt der Welt. Da fragt keiner, bist du Kurde, bist du Türke? Das sieht man auch den Leuten nicht an. Weil wir sind ein Volk, wir sind zusammen. Ich habe so viele Freunde. Ich habe letztens mit einem Freund geredet, der hat mir gesagt, dass ich kenne ihn seitdem ich 13, 14 bin. Ich habe gar nicht gewusst, dass er Kurde ist.
Ich habe es nicht gewusst und es ist mir auch egal, es hat sich nichts für mich verändert, als ich erfahren habe, dass er Kurde ist. Darüber wird nicht geredet. Das ist kein ethnischer Konflikt. Der wird zwar versucht, so geschildert zu werden, ja, aber das ist kein ethnischer Konflikt. Es gibt Rassisten in der Türkei, natürlich, aber die sind eine absolute Minderheit. Teilst du das? Das ist eine Staatspolitik. Es ist eben keine Randgruppe. Also es ist nichts, was zwischen den Menschen stattfindet, der Konflikt, sondern es ist ein politischer. Es ist eine, also es ist nicht so, dass jetzt die Kurdinnen und Kurden eine feindselige Haltung gegenüber den Türkinnen und Türken haben. Das ist nicht so. Und ich teile das auch, dass sie seit Jahrzehnten auch zusammenleben, auch eingeheiratet sind. Aber es geht hier um eine Staatspolitik, die permanent eben Minderheiten in der Türkei verfolgt, diskriminiert. Und dadurch hat sich ja, das fängt ja beim Schulunterricht an, dass dort eben gesagt wird, die Türkei gehört, den Kindern wird beigebracht, die Türkei gehört nur den Türken. Alle anderen Minderheiten haben gar keinen Platz hier. Du bist ein anerkannter Kurde, wenn du dich als Türke bezeichnest. Es gibt einen Rassismus in der türkischen Gesellschaft. Und dieser Rassismus, der kann nur bekämpft werden, wenn er auch anerkannt ist. Ich habe 500.000 Follower. Und 450.000 von diesen sind AKP-Anhänger. Ich tue kurdische Musik teilen auf meinen Social-Media-Accounts. Und bisher hat noch niemand gesagt, was machst du hier? Oder warum kurdisch? Das ist wirklich, wann war das letzte Mal in der Türkei? Ich kann gar nicht mehr in die Türkei reisen, weil ich hier Hamburg zwei türkische Agenten aufgedeckt habe. Wie? Weil ich jeden Tag Morddrohungen bekomme von dem Teil, den Sie als nicht rassistisch bezeichnen. Okay, willkommen im Club. Ich bekomme auch Morddrohungen. Ja, also es ist bei aber mir. Aber wir haben ja diese Clips vorhin gesehen. Wir sehen es ja auch auf deutschen Straßen. Also man kann ja nicht leugnen, dass es irgendwie Gewaltpotenzial gibt, wenn kurdische und türkische Truppen in politisch aufgeheizten Zeiten aufeinandertreffen. Das sind ja keine Politiker, die da auf der Straße aufeinander losgehen. Also Nein. Was ist denn da los, dass sie irgendwie das Gefühl haben, das Bedürfnis, sich auf offener Straße aufeinander loszugehen? Das Problem ist, viele kurdische Familien in Deutschland sind Familien von Menschen, die damals in Deutschland Asyl gesucht haben, die gekommen sind und gesagt haben, wir sind aufgrund dieses PKK-Konfliktes nicht mehr sicher in der Türkei und möchten hier Asyl. Diese Menschen haben indoktrinierte Kinder aufgezogen. Ich sag da auch nichts. Die Kinder sind groß geworden in einem Umfeld, in der die PKK verherrlicht wurde, in der die keine Ahnung haben von dem Konflikt, die keinen Fuß in die Türkei gesetzt haben, die Situation gar nicht kennen, wie die wahre Situation zwischen den Türken und Kurden ist. Isoliert aufwachsen, in einem Umfeld, wo, wie gesagt, die PKK verherrlicht wird und der türkische Staat dämonisiert wird, ja. Diese Menschen, die wachsen auf mit einer Feindseligkeit. Auf der anderen Seite gibt es türkische Jugendliche, die fernab der Heimat einen gewissen Heimatstolz in sich tragen, den ultimativen Feind sehen in der PKK und jeden Kurden, der mit der PKK sympathisiert, als Feind sehen. Und das ist das Problem. Man sollte miteinander reden. Man sollte ganz ehrlich, also ich finde die Kurden ja, also eine Bereicherung für unser Land. Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen stark. Wir ergänzen uns sehr schön zusammen. Ich würde mir keine Türkei vorstellen wollen ohne die Kurden. Warum gibt es diese Gruppierungen, die für einen kurdischen Staat kämpfen, wenn die Kurden das eigentlich gar nicht wollen, wenn die so glücklich sind in der Türkei? Die PKK kämpft nicht für einen kurdischen Staat. Die PKK weiß selber nicht, wofür sie kämpft. Also Sie meinen oder du meinst, es geht ihnen einfach nur darum, mal, Terror zu stiften? Eine marxistisch-leninistische Organisation. Versuchen Sie sich das mal vorstellen. Kooperiert mit Amerika. Ich finde, das ist gerade ein bisschen Teestubenniveau. Nein, also wirklich, als würden wir in der Teestube sitzen und irgendwie mal philosophieren darüber. Ich meine, es gibt so viele Fakten. Wie passt das zusammen? Naja, Sie werfen jetzt der PKK vor, sie würde mit den USA kooperieren. Natürlich tun Sie das nicht? Ja, natürlich gibt es militärische Bündnisse. Mhm. Ich meine, wenn der islamische Staat angreift, wenn andere dschihadistische, es gibt keinen islamischen Staat mehr, dschihadistische Gott sei Dank. Gruppen angreifen, lesen Sie doch mal vielleicht die deutsche Presse zur Abwechslung und nicht die gleichgeschaltete türkische Presse. Dann würden Sie auch wissen, dass in Syrien eine ganz andere Situation ist momentan. Es gibt keinen IS mehr. Natürlich der gibt IS es, ist besiegt. Nein, den hat die AKP jetzt durch ihren militärischen Einmarsch, der völkerrechtswidrig ist, ja wiederbelebt.
Sitzt du eigentlich als Privatperson gerade hier oder als AKP-Funktionär, Mitglied? Als Privatperson. Okay. Würdest du die AKP auch öffentlich kritisieren? Auch, oder ja. Wenn es klar, Grund dafür gibt? Okay. Kritisiere sie auch, wenn ich... Nee, weil ja gerade hier der Vorwurf kam, dass nur AKP-nahe Medien und deswegen ja, das vielleicht das Bild ein bisschen... Ich kritisiere die AKP sogar sehr. Nächstes Statement, wenn ihr bitte einmal vorne Platz nehmen könntet. Und das Statement lautet, unter Erdogan sind die Kurden Bürger zweiter Klasse. Es gibt ja viele Türken, ich glaube, du gehörst auch dazu, du hast es auch schon gesagt vorhin, die sagen, den Kurden ging es in der Türkei eigentlich noch nie so gut wie heute. Was würdest du denen antworten? Oder was würdest du ihm antworten? Dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe ja auch Familie dort und jetzt vor einigen Tagen wurde auch wieder das Dorf meiner Familie gestürmt, einfach ohne Grund. Meine Cousins wurden einfach verprügelt und es ging da gar nicht darum, mal zu fragen, wie es ihnen geht, sondern man ist mit der Absicht in das Dorf gestürmt, um Gewalt auszuüben. Und das sind ja Zustände, die wir vor Jahrzehnten hatten und die haben wir immer noch. Jetzt haben Kurdinnen und Kurden, wie ich vorhin auch gesagt habe, die Möglichkeit, die Karriereleiter aufzusteigen, wenn sie sich innerhalb der AKP auch Herrn Erdogan beugen. Es geht denen genauso gut wie den Türken. Den Kurden geht es eben nicht genauso gut wie den Türken. Die Kurden werden massiv benachteiligt und sie werden immer noch verfolgt und müssen Angst haben um ihr Leben. Sagen Sie ein konkretes Beispiel. Naja, es gibt so viele konkrete Beispiele, das nenne ich Ihnen doch jetzt. Warum sitzen so viele kurdische Politikerinnen und Politiker das sind keine Kurden. In den Gefängnissen? Das sind Terroristen. Das sind Menschen, die kandidiert haben. Die haben kandidiert bei den Wahlen, wurden mit überwältigender Mehrheit als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, als Abgeordnete gewählt. Ihre Immunität wurde aufgehoben. Es wurden Zwangsverwalter in den Stadtverwaltungen eingesetzt. Und all die Menschen, die gewählt wurden, die demokratisch gewählt wurden, mit staatlichen Geldern die PKK unterstützt haben, sitzen seit Jahren jetzt in den Gefängnissen. Was ist Ihre Erklärung dazu? Weil sie mit staatlichen Fahrzeugen, mit staatlichen Geldern möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Ist die freie Meinungsäußerung in der Türkei gesichert, ja oder nein? Ja, natürlich. Und warum sitzen dann Journalisten und Journalisten im Gefängnis? Warum? Die Frage interessiert mich. Die sitzen im Gefängnis, warum? Weil sie eine Terrororganisation unterstützt haben. Okay, warum saß Herr Yücel im Gefängnis? Deniz Yücel, ein deutscher Journalist, der seine Arbeit gemacht hat. Warum saß er im Gefängnis? Ihm wird Spionage vorgeworfen, ihm wird Unterstützung und Treffen mit mehreren PKK-Funktionären vorgeworfen. Er hat sie interviewt als Journalist, nur mal so. Das ist Sache, ich meine, das ist die Verhandlung läuft noch. Aber finden Sie es richtig, dass Herr Yücel inhaftiert wurde und so lange im Gefängnis saß? Er saß ein Jahr lang im Gefängnis. Also meine persönliche Einstellung zu der Sache ist, dass kein Journalist aufgrund journalistischer Tätigkeit irgendwie belangt werden sollte. Aber wenn da Terrorunterstützung im Spiel ist, wissen Sie, wir sind Leidtragende dieses Terrors, die Bevölkerung. 45.000 Tote, das sind nicht 50 oder 100 Mann oder 200. Überlegen Sie sich mal, was für Maßnahmen in Deutschland ergriffen wurden gegen den IS, wegen den paar Bomben. Also im Vergleich zu der PKK, was die PKK in der Türkei angerichtet hat, ist die IS die Heilsarmee. Sie relativieren gerade den islamischen Staat. Ich möchte darauf aufmerksam machen, so wie dass Sie der die PKK islamische relativieren. Staat Genozide verursacht hat. PKK, der islamische Staat hat sehr Frauen viel mehr Menschen und Mädchen getötet, wie versklavt, vergewaltigt, auf dem Sklavenmarkt sehr verkauft. Sehr viel mehr Menschen getötet wie der IS, die PKK. Das finde ich aber schon echt ein Oberding hier, den islamischen Staat so zu relativieren. Die PKK, wir haben doch ich relativiere nicht, denn das Westen, ist genauso eine Terrororganisation Westen, wie die PKK. Ich habe nicht in Erinnerung, dass die PKK einen Genozid verursacht sie hat. Sie ist genauso eine Terrororganisation wie die PKK. Das ist einfach ein billiger Vergleich. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Nun. Es interessiert mich aber trotzdem, warum wünscht sich der türkische Staat lieber islamistische, undemokratische Strukturen an seiner Grenze als demokratische Strukturen? Der IS hat in der Türkei gebombt, der IS hat der Türkei Schaden zugefügt, genauso wie es die PKK gemacht hat. Das ist eine Terrororganisation, die unsere Menschen tötet. Der größte Leidtragende dieser Terrororganisation sind die Kurden, weil sie im Südosten der Türken, in der Türkei operiert. Da leben keine Türken, da leben Kurden. Das sind kurdische Dörfer, in die PKK eindringt und nach Essen verlangt und nach ihren Kindern verlangt. Das sind kurdische Dörfer, wo die
Armee einmarschieren muss, weil die PKK dort tätig ist. Wer hat 2017... Der größte Leidtragende der PKK sind nämlich die Kurden. Deswegen haben sich auch die Kurden abgewandt von der PKK. Keine 20% sind es, die die PKK unterstützen. Es sind keine 20. Man sieht es auch an den Stimmen. Naja, es ist schon sehr eigenartig, dass aber auch HDP abgegeben sehr viele Menschen aus der deutschen Bevölkerung die Aktivitäten der PKK in Bezug auf den Islamischen Staat, aber auch in Bezug auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gutheißen und auch davon gesprochen haben, dass die Welt eben die Kurden im Stich gelassen hat und auch empört darüber waren. Das sehe ich aber nicht in Bezug auf die AKP. Ich sehe eine große Antipathie gegenüber der AKP und Herrn Erdogan. An dieser Stelle, ihr liefert immer die Stichworte so perfekt, deswegen schließen wir das Kapitel auch wieder ab. Ihr könnt bitte vorne noch einmal die Position einnehmen. Und das Statement lautet, der Westen hat die Kurden im Stich gelassen. Bevor ich jetzt näher auf das Statement eingehe, kannst du mir einmal aus deiner Sicht erklären, warum diese Militäroffensive notwendig und auch legitim war? Wenn der IS in der Schweiz einen Staat gründen sollte, dann würde auch Deutschland dort eingreifen, weil sie sich bedroht fühlen würde. Das sogenannte Rojava steht unter Kontrolle der PKK. Und die PKK hat in der Türkei 45.000 Menschenleben gekostet. Sie ist eine Bedrohung für unsere Existenz. Sie ist eine Bedrohung für die Sicherheit unserer Bevölkerung. Deswegen interveniert, deswegen greift dort der türkische Staat ein. Hinterfragen Sie lieber, warum die Amerikaner dort sind, warum die Russen dort sind, warum die Iraner dort sind. Die Türkei hat 970 Kilometer Grenze mit Syrien. Wir müssen dort eingreifen, weil sie sonst eine Bedrohung für uns ist. Das siehst du wahrscheinlich anders. Das sehe ich anders. Aber auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sieht es anders. Der hat jetzt nämlich festgestellt, dass die Türkei nicht dazu berechtigt ist, mit dem Scheinargument Sicherheitsbedenken und Bedrohung dort einmarschieren darf, und hat eben auch festgestellt, dass es sich hierbei um einen völkerrechtswidrigen Krieg handelt. So. Die Türkei hat ja auch kein Mandat, um eben einzumarschieren. Es ging halt ein Geschachere los, gemeinsam mit Russland und auch anderen Kräften, die ja schon seit Jahren versuchen, dort mitzumischen, weil sie eben Hegemonialinteressen auch haben und diese dort etablieren möchten. Aber die Türkei hat keinerlei Berechtigung und keinerlei Grund, dort einzumarschieren. Und die PKK hat... Und deshalb Das Recht, dort einen Staat zu gründen. Und das ist völkerrechtskonform. Eine Terrororganisation, die einen Staat gründet, das ist völkerrechtskonform. Die Strukturen vor Ort und die Sprecherinnen und Sprecher der Strukturen haben in ihrem Gesellschaftsvertrag... Die legen sich alles so, wie es ihnen passt. Nein, es ist in dem Gesellschaftsvertrag festgelegt, dass sie sich als ein Teil Syriens sehen, aber sie als eine autonome Region leben möchten. Was mich jetzt auch wirklich, wenn Sie ja, so wie Sie es ja erzählen, in Rojava, dieses Phantasialand, was sich die PKK dort aufgebaut hat, wenn das doch so toll ist, warum leben dann 1 Million kurdische Flüchtlinge aus Syrien in der Türkei, wenn die Türken noch so kurdenfeindlich sind? Weil die Angriffe auf Nordostsyrien ja nie aufgehört haben. Okay. Die Menschen haben sich auf den Weg gemacht. Und die kommen dann, die stürzen sich dann in die Arme der Türken, der bösen Türken, wenn die noch so schlimm sind. Sie müssen ja durch die Türkei, um nach Europa zu gelangen oder in andere Staaten zu gelangen, die anderen Routen viel zu unsicher sind. Und ich habe ja auch mit vielen Geflüchteten vor Ort gesprochen. Und es waren vor allen Dingen Menschen, die ja auch erstens vor dem Islamischen Staat geflüchtet sind. Zweitens waren es Menschen, die während Afrin... Jahr kommen ja auch sehr viele Flüchtlinge aus dem Ausland. Ja, genau, weil es die Angriffe auf Afrin gab. Und das war die sicherste Zone in Syrien, aktuell in Syrien. Und die wurde angegriffen. Die Menschen mussten doch flüchten. Jetzt bei dieser Offensive mussten wieder hunderttausende Menschen flüchten. Aber wir sind jetzt wieder ein bisschen weg von dem Statement. Das Statement war ja, hat der Westen die Kurden im Stich gelassen. Jetzt könnte ich dich auch fragen, Türkei ist ein NATO-Partner der Deutschen, wenn er zum Beispiel sagt, er wünscht sich mehr Engagement der Deutschen auf türkischer Seite, hättest du das in irgendeiner Form nachvollziehen können? Das wünschen wir uns nicht. Wie bitte? Brauchen da keine Unterstützung. Braucht ihr nicht? Nee. Okay. Sehr seltsam aber, wenn Sie keine Unterstützung brauchen, dass Herr Erdogan mit seiner Landkarte dann von Russland bis sonst wohin reist und dort da geht's nach nur darum, Unterstützung wirkt. Nein, es geht nicht, da geht es nicht um Unterstützung, sondern da geht es um die Kooperation mit den Russen zusammen. Wir wollen ja kein geteiltes Syrien. Wir wollen ja nicht
Wir brauchen keine Fläche in Syrien. Wir möchten ein Stück vom Kuchen abhaben. Nein, natürlich darum nicht. Geht nein, es ja. Nein, nein. Es geht uns nur um die Sicherheit unseres Landes und um die Stabilität Syriens. Wir möchten nicht, dass Syrien auch nur ein Quadratmeter seines Landes verliert, weil uns aber die Vereinten Nationen haben ja festgestellt, dass durch diesen völkerrechtswidrigen Krieg es nicht zu einer Stabilisierung, sondern zu einer Destabilisierung Syriens führt. Nein, das ist nur eine Operation gegen eine Terrororganisation. Das ist kein Krieg. Krieg besteht zwischen zwei Ländern. Aber komisch, dass ihnen die Welt das nicht abnimmt. Sie stehen da ziemlich alleine da. Warum? Was machen die Amerikaner dort? Warum hinterfragen Sie das nicht? Was machen natürlich die? Natürlich hinterfrage ich das. Ja. Die Amerikaner haben haben ihre Interessen, die Russen haben ihre Interessen. Die deutsche Verteidigungsministerium... Nochmal zum Statement zurück. Was hätte denn der Westen machen müssen, damit er die Kurden nicht im Stich gelassen hätte? Also was hättest du erwartet vom Westen? Sofort. Eine sehr wichtige Forderung ist, dass die Vereinten Nationen sich für eine Schutzgarantie um Nordostsyrien aussprechen. Dass es diese Schutzgarantie gibt, damit eben keine Angriffe von Seiten der Türkei, aber auch keine Angriffe von Seiten Assads stattfinden. Damit die Menschen dort wirklich auch mit den Binnengeflüchteten in Schutz leben können. Das war auch meine Erwartung, dass man auch konsequent gegen die Türkei vorgeht. Dass Europa dann sagt, wir beschließen dann ein europäisches Waffenembargo. Und das hat ja Deutschland leider verhindert. Die Türkei baut doch seine Waffen selber. Woher kommen dann die Leopard 2 Panzer? Woher kommen die denn? Die Türkei. Das sind ja deutsche Panzer, mit denen Erdogan. Die werden noch gar nicht eingesetzt in Nordsyrien. Mit denen Erdogan Krieg führt. Die Leopard werden gar nicht eingesetzt in Nordsyrien. Das ist ja wirklich ein sehr heikler Punkt. Das sind deutsche Waffen, die in die Hände von Dschihadisten geraten. Okay, und das würde jeder neugeborene Schimpanse verstehen. Dass die PKK die 45.000 Menschen in unserem Land getötet, eine Bedrohung ist für uns. Und wir müssen diese Bedrohung dort ausschalten. Es gibt da, ob das jetzt völkerrechtlich legitim ist oder ob uns da irgendwelche Deutschen und Russen und Franzosen ein Waffenembargo machen, das juckt uns nicht. Sie sind an das Völkerrecht gebunden. Nein. Doch. Primär Ziel ist, dass wir unsere Sicherheit. Was wäre die Welt, wenn wir das Völkerrecht nicht hätten? Ja, aber ganz kurz, haben wir das richtig verstanden? Du sagst, die Türkei ist nicht an das Völkerrecht gebunden. Moment. Das hast du gerade geantwortet. Primär geht es um die Sicherheit unserer Bevölkerung. Zuerst kommt die. Und dann? Ja? Das Völkerrecht? Das Völkerrecht. Welches Völkerrecht? Von welchem Völkerrecht können Sie in Syrien erzählen? Das gegen... Wo eine Terrororganisation einen Staat gründet. Was für Völkerrecht? Sie sprechen immer noch von einer staatlichen Struktur. Das ist eine Krisensituation. Es ist eine Krisensituation. Es ist nicht so, dass die Türkei aus heiterem Himmel Griechenland überfallen hat. Oder so, wie es die Russen gemacht haben im Krim. Das ist völkerrechtswidrig. Aber wenn ein Staat gegen eine Terrororganisation vorgeht, normalerweise, Völkerrecht wäre es, wenn alle Völker der Welt solidarisch mit der Türkei sagen würden, das sind Mörder, diese Menschen haben 45.000 Menschen umgebracht, das ist eine Terrororganisation, die Drogen schmuggelt, die Menschenhandel betreibt, und gegen die gehen wir zusammen mit dir vor. Das wäre Völkerrecht. Nein. Und nicht, natürlich. Nein, ganz sicher. Das Völkerrecht hat bestimmte Regelungen. Und das Völkerrecht regelt auch, dass ein Staat nicht den anderen Staat von heute auf morgen überfallen darf. Ohne Mandat. Wir haben keinen Staat überfallen. Es ist schon eine Landesgrenze zwischen der Türkei und Syrien. Das ist immer noch der syrische Staat. Aber es ist doch immer noch ein Staat, oder nicht? Also wenn wir jetzt vom Völkerrecht reden, würdest du nicht sagen, dass die Türkei in ein anderes Land einmarschiert ist? Die syrische Vertretung wurde benachrichtigt vor dem Einmarsch. Okay, wir beenden das Kapitel an dieser Stelle. Letztes Statement. Und das Statement lautet, beide Seiten müssen kompromissbereiter sein. Würdest du sagen, die Kurden sind voll im Recht und nur die Türken müssen sich bewegen, damit man dieses Problem lösen kann? Nein, das würde ich so nicht sehen. Ich würde aber nicht von Kompromissen sprechen. Ich denke, das ist nicht der richtige Begriff. Ich würde davon sprechen, dass man auf jeden Fall die Möglichkeit haben muss, an einem Tisch zu verhandeln, aber auf gleichberechtigte Art und Weise. Ohne dass, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, die türkische Regierung dann mit Sanktionen droht, wenn die kurdische Seite eben nicht so möchte, wie sie es von ihnen verlangt. Es muss auf gleichberechtigter Ebene alles verlaufen und die Kurdinnen und Kurden müssen damit rechnen, dass es sich auch um eine würdevolle Lösung handelt und eben nicht nach einer Lösung, die sich halt die türkische Regierung wünscht. Du
sagst ja damit, dass du dich hier hinsetzt, dass auch die Türken den Kurden etwas mehr entgegen müssen, als das vielleicht in der Vergangenheit geschehen ist. Wie könnte das aussehen? Also, natürlich sollte man reden. Natürlich sollte man versuchen, auch die Kurden zufriedenzustellen. Wenn sich ein Kurde diskriminiert fühlt, ja, dann sollte man auch Wege finden, damit man das aus der Welt schafft. Aber das geht nicht mit Waffen. Verstehen Sie, was ich meine? Aber wir können nicht einfach... Hey, überlegen Sie mal, es gibt in Deutschland 5 Millionen Türken. Ja? Jeden Tag werden Türken diskriminiert. Wenn wir jetzt eine Terrororganisation Gruppen bilden würden hier in Deutschland, das wäre doch nicht zeitgemäß. Das wäre doch... Ich habe nur eine Frage. Wie würden Sie dazu stehen? Müssten denn die Türken... Wenn wir nur sagen, wir sind nur dafür da, dass wir nicht mehr diskriminiert werden. Du sagst ja, wenn... Die Kurden, wenn es denen nicht gut geht, wenn denen irgendwas nicht gefällt, dann müssen auch die Türken denen entgegenkommen. Aber es muss alles im Rahmen des türkischen, des Erdogan-AKP-Systems passieren. Nein, warum legen Sie mir das jetzt in den Mund? Ich frage. Das ist eine Frage. Deswegen kannst du jetzt antworten. Nein, auf menschlicher Basis. Das also ein bisschen mehr Autonomie, ein bisschen mehr Rechte für die Kurden. Das hat nichts mit AKP zu tun, sondern auf menschlicher Basis sollte man einfach, mich würde das stören, ganz ehrlich gesagt, wenn sich irgendein Kurde in unserer Heimat, in unserer gemeinsamen Heimat sich weniger wohlfühlt wie ich, dann würde mich das stören. Ich wäre nicht damit einverstanden. Und ich würde, wenn es nach mir ginge, alles dafür tun, dass dieser Mensch sich wohlfühlt in unserer gemeinsamen Heimat. Wenn ich euch beiden so zuhöre, dann habe ich nicht das Gefühl, dass dieses Problem in den nächsten Jahren, dieser Konflikt in den nächsten Jahren gelöst wird. Habt ihr irgendwas, um mir diese Befürchtung zu nehmen, irgendeinen positiven Ausblick? Oder liege ich richtig in meiner Einschätzung, dass uns das Thema noch lange beschäftigen wird? Also ich wünschte, ich könnte dir jetzt mitteilen, morgen beginnt der Friedensprozess erneut und es gibt erstmal einen langen Waffenstillstand. So. Aber das steht leider in den Sternen. Trotzdem darf man die Hoffnung nicht aufgeben, dass es eben einen würdevollen Frieden geben kann. Aber momentan sehe ich überhaupt nicht, dass dieser Friedensprozess jemals wieder mit Erdogan beginnen kann. Ich glaube, erst realistisch gesehen kann ein solcher Friedensprozess, Verhandlungsprozess erst beginnen, wenn Herr Erdogan eben nicht mehr regiert. Und man darf die gesamte türkische Staatspolitik nicht mit Erdogan gleichsetzen. Aber er hat schon eine gewisse Machtfülle, oder? Natürlich hat er die, aber ich meine... Sagen wir 95%. Die Türken haben eine Staatskultur, die 5000 Jahre alt ist. Und Erdogan ist eine Figur, die jetzt in den letzten 10, 15 Jahren in Erscheinung getreten ist. Aber und er wird auch nicht ewig leben. So ist das. Und die türkische Staatspolitik, die wird sich in dieser Hinsicht nicht verändern. Wir werden nicht mit Terroristen verhandeln. Wir werden nicht vor Terror kuschen. Wir werden nicht vor Terror hinknien und sagen, okay, ihr habt jetzt so und so viele Menschen getötet, jetzt machen wir das, was ihr wollt. Ein neuer Friedensprozess, den kann man nur mit einem ehrlichen politischen Lager führen, der sich für die Rechte der Kurden einsetzt, sich aber vom Terror distanziert. Also ich möchte jetzt nochmal ganz deutlich sagen, ich habe jetzt in Ihren Aussagen total viele Widersprüche gesehen. Sie haben vorhin gesagt, Sie würden niemals mit Terroristen verhandeln. Dann haben Sie aber in Ihrem vorherigen Statement gesagt, dass man auch mit den Menschen, die in den Bergen kämpfen, sprechen muss. Ja, was denn nein, jetzt? Ich habe nicht gesagt, also wie soll das denn jetzt gesagt, alles gestaltet ich gesagt, werden? Ich gesagt, dann sagen Sie, es gibt keinerlei Diskriminierung gegenüber Minderheiten in der Türkei. Und dann sagen Sie, wenn es das geben würde, wäre es eine Schande. Wenn Menschen in den Bergen sind und meinen, dass sie für Rechte einstehen, dann müssen die einen Grund dafür haben. Aber ich habe nicht gesagt, dass man mit ihnen reden soll. Doch, das haben sie gesagt. Du hast eben gesagt, du hast gesagt, dass man... Aber der einzige Gesprächspartner wirklich in diesem ganzen Konflikt kann nur die Politik sein. Politik, die sich vom Terror distanziert. Ich bedanke mich, dass ihr beide da wart. Es war eine sehr emotionale, hitzige Diskussion. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ihr könnt euch auf jeden Fall unter dem Video wie immer austauschen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns bald wieder.